Okay. Jetzt überlege ich gerade, wo können wir Kohle holen? In der Schmiede, glaube ich. Nee, nicht hier. Wo war das jetzt? Nee. Oh Mann. Kann doch nicht sein. Ah, jetzt erstmal wieder die Schmiede finden. Hier, genau. Heiße Kohlen. So, jetzt haben wir hier auch alles erledigt. Sehr gut. Das heißt, wir können erstmal wieder hier hin und die heiße Kohle da hineintun. Heißes Bügeleisen. Sehr gut. Und hier haben wir jetzt auch erstmal alles. Das heißt, wir können nun, denke ich mal, das Buch von Isa mit dem Bügeleisen wahrscheinlich jetzt lesen. Wenn es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich muss das selbst mal ausprobieren. Aber ich meine, ja. Ja. Aha. Ah, da ist wieder die böse Hexe Firella. Okay. Ah ja. Um die Schlangen loszuwerden, brauchen wir hier eine Flöte. Okay. Und da ist der Hinweis. Ein Hai, ein Igel, eine Schlange und ein Papagei bzw. ein Kakadu. Okay. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie die Tinte sichtbar zu machen ist, las ich etwas über die Flöte des Schlangenbeschwörers. Ich brauche diese Flöte, um den Gefangenen zu retten. Das Bild erinnert mich an die Tiersymbole auf dem Schrank. Das muss die Kombination sein. Yep. Okay, dann haben wir es. Also, einmal ein Hai, eine Schlange, ein Igel und der Kakadu. Ah ja. Und jetzt dürfen wir rumrätseln. Falte alle Teile der mechanischen Fledermausflügel aus. Okay. Na, dachte ich mir, dass das ein bisschen fies wird. Aber machbar. Das ging noch. Ja, du leuchtest. Und jetzt geht hoffentlich der Schrank auf. Jawohl. Dann wird die dritte und letzte Muschel. Ein Zepter und da fehlt was. Wenn ich mir das Bild in Isas Buch ansehe, scheint eine Flöte zu fehlen. Toll. Okay. Dann können wir auch, denke ich mal, das nächste Rätsel hier machen. Eine Muschel kann nur mit Muscheln der gleichen Farbe oder Form die Plätze tauschen. Ordnet die Muscheln der Form nach in Reihen und der Farbe nach in Spalten an. Ja, hier ist der Hinweis. Hier müssen in der Reihe die roten, in der Reihe die violetten, in der Reihe die blauen und in der Reihe die schwarzen Muscheln stehen. Und hier sind die Formen. Okay, das wird jetzt natürlich nicht so einfach. Nee, das wird wirklich nicht so einfach. Was nur so geht das. Okay, hier muss man ein bisschen rumtricksen. Ach nee, Moment mal. Das ist jetzt ein bisschen gemein.
Okay, so geht's auch. So, jetzt brauche ich irgendwie da die Violette und da muss ich jetzt die Rote haben. So, jawohl. So, jetzt müssen die geordnet werden, aber das wird hoffentlich nicht so schwer. Jawohl, da haben wir es. Ach nee, noch nicht ganz. Hier in der Mitte. Die zwei, genau. Da haben wir die vorletzte Feder, da haben wir noch einen Rochen und da haben wir eine Rohrflöte. Jawohl. Da wissen wir auch schon, wohin damit. So, und jetzt können wir die Schlangen entfernen. Genau. Und den Mann endlich befreien. Your Majesty, thank you. I am Zack, magician healer, an advisor to the court of the Phoenix Kingdom. I'm ashamed to say that I was deceived by Issa. Ja, Issa ist ein sehr guter Meister da drin. Leute zu täuschen. That dirty villain pretended to be a loyal subject of the crown, but he was no more than an agent of that evil witch who would like to keep our two kingdoms forever at war. Brishare imprisoned her 300 years ago, forecasting that only true love could destroy her completely. Princess, your unquestionable devotion to Therion will save our world from this chaos. Take this scroll. Use it to enter the Phoenix Temple and call Breshare's spirit. Only he can help you save Therion now. Oh, vielen Dank dafür. Der Weg zum Phoenix Tempel führt vorbei an den Wächtern der Elemente von Erde und Luft. Der Windstoß eines federleichten Flügels und das Getrappel kleine Füße werden den Wächtern neues Leben einhauchen. Ah ja, und dafür brauchen wir einmal den Tausendfüßler für den Erdwächter und einen Schmetterling für den Windwächter. Der Gesang des Phönix wird die verschlossene Tür öffnen. Und das ist hier der Hinweis dafür. Okay. My apologies. One of these cursed snakes bit me. And its venom is already influencing me. I need an antidote before I... Das hört sich nicht gut an. Ja, ich wollte dir eigentlich helfen, okay, aber wenn du keine Hilfe benötigst, ja, dann musst du um dich selbst kümmern. Ich hab's ja jetzt nur gut gemeint. Mit Hilfe der Zauberflöte konnte ich den Heilmagier von den Schlangen befreien. Leider weiß Zack nicht, wo Issa Tyrian gefangen hält. Er gab mir eine Schriftrolle mit Anweisungen, wie ich den Tempel des Phönix betreten und Breezhairs Geist herbeirufen könne. Der weiße Magier Breezhair wird mir bestimmt helfen, meinen Prinzen zu finden. Zack kann mich auf meiner Suche nicht begleiten. Er braucht schnellstens ein Gegengift für seinen Schlangenbiss. Ja. Da ich ihn ja nicht helfen kann, muss er das ja selbst jetzt machen. Okay, was brauchen wir denn hier? Ein Schraubenschlüssel, eine goldene Feder, eine Trompete, eine Schnecke, ein Schlüssel, ein Pelikan, ein Messer, eine Gitarre, eine Krone, eine Kralle, einen Käfer und die Zahl 6. Aber da muss ich ja was machen. Okay. Schraubenschlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da haben wir die goldene Feder zumindest. Schon mal. Eine Trompete. Da. Eine Schnecke. Oh Gott, ist ja gar nicht fies hier. Ein Schlüssel, den habe ich auch gerade schon gesehen. Ein Pelikan.
Da muss ich aber was machen, weil er gelb ist. Ja. Ach, der war hier in der Vase versteckt. Raffiniert. Ein Messer. Nee, das ist ein Schwert. Okay. Eine Gitarre, lol. Ach, die ist hier eingezeichnet. Eine Krone, die ist hier auch eingezeichnet. Eine Kralle. Die sehe ich momentan erstmal nicht. Ein Käfer und 6. Ach, da brauche ich die römische Zahl hier mit der Kreide nur zeichnen. Okay. Da ist der Schraubenschlüssel. Okay. Eine Schnecke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Kralle und ein Kiefer. Nee. Ah, da oben ist die Schnecke. Okay, Messer. Ich sehe hier kein Messer. Eine Kralle und ein Käfer. Oh mein Gott. Das war die Kralle. Okay. Die sah aber ein bisschen komisch aus. Ein Käferle. Ein Käferle. Wo bist du denn? Da. So, und hier ist noch ein Messer. Kann ja nicht so schwer sein, hier ein Messer zu finden. Hallo, Messer. Ja. Ich sehe ein Schwert, aber... Ach, das war... Ich habe das als eine Schere anerkannt jetzt, ups. Und da haben wir alle 5 Federn. Jawoll.